puste dich nicht auf, mein Freund. Ich bin fast fertig und es dauert nicht mehr lang, dann wirst auch du mir von Nutzen sein. Von sehr großem Nutzen. Ausgezeichnet. Obscurio, hast du uns nicht schon genug Schaden zugefügt? Ihr schadet euch nur selbst, wenn ihr weiter Widerstand leistet. Ich werde Gorm regieren und die Erde erobern. Das ist meine Bestimmung. Jungs, der Punkt geht an mich. Das war nur Zufall. Ihr wisst doch, ich bin der Herr des Himmels. Ach, wirklich? Dann pass mal auf, was ich drauf hab. Hm? Und ich erst. Was? Toby! Oh, genieß es, solange du noch kannst, du Loser. Vorsicht, Toby, sonst trifft dich der Sturm ihres Zorns. Muss ich jetzt Angst haben? Würde ich dir raten. Denn jetzt komm ich. Nicht schlecht, huh? Aber hast du auch an meine Geheimwaffe gedacht? Geheimwaffe? Schon klar, du willst mal wieder gewinnen, indem du uns ablenkst. Hey, was meinst du damit? Ich hab doch gar nichts gemacht. Was? Wirklich, das bin ich nicht. Jungs, irgendwas stimmt mit den Vögeln nicht. Leute, die haben das Fliegen verlernt. Die sind gelähmt oder sowas. Seht mal, ich glaube, das ist wieder so ein fieser Nebel. Ja, so ein gruseliger Obscurio-Nebel. Schwierigkeiten aufkommen! Der Letzte in der Speisekammer ist eine lahme Ente! Klingt vielleicht, als hätte ich einen Sprung in der Festplatte, aber das Himmelsvolk wird schon wieder angegriffen. Und was ist es diesmal? Obscurio hat Magmion einen Zauber beigebracht, und zwar einen ziemlich schlimmen. Und jetzt hält Magmion sich für eine Art Superzauberer? Oh, Jungs, das ist ja entsetzlich. Wir müssen irgendwas dagegen tun. Werden wir auch. Elemente! Erde! Wasser! Wald! Luft! Sag uns, wer der Keeper ist und überlass ihm deinen Platz. Und der Keeper ist... Wasser. Seid ihr bereit, Leute? Ein Ausflug nach Gorm steht an. Elemente, gebt uns Macht, damit der Gormiti in uns erwacht. Stärke des Steins. Kraft des Waldes! Herrschaft des Windes! Was ist passiert? Magmions Zauberspruch hat ihn getroffen. Und wo ist diese Knalltüte jetzt? Wieder weg. Er hat diesen neuen Zauber auf uns losgelassen und ist verschwunden. Das scheint eine Art Taktik zu sein. Das ist ja eigenartig. Müssten hier nicht eigentlich mehr Himmelgormiti sein? Wir haben die Verletzten in eine versteckte Kammer in der Zitadelle gebracht. Die anderen kümmern sich um sie. Was ist das für ein neuer Zauber? Womit haben wir es zu tun? Wird man getroffen, fällt man in eine Art Schockstarre. Man kann sich nicht mehr bewegen. Wo ist Birds? Er hat sicher einen Plan, was man dagegen tun kann. Oh nein, wurde er etwa auch getroffen? Noch schlimmer. Er wurde entführt und ist jetzt Obscurio schutzlos ausgeliefert. Was? Während des ersten Angriffs hat Magmion Birds in einen Hinterhalt gelockt. Ein neuer Zauber und ein wichtiger Gefangener. Toby, besteht da vielleicht eine Verbindung? Ich check das. Wird ein Kinderspiel, was über diesen Zauber rauszufinden. Unsere Soldaten waren bei den verletzten Himmelgormiti. Seht doch, Magmion kommt zurück! Ja! Jetzt lernt ihr einen neuen Zauber von Obscurio kennen! Der wirft mit neuen Zaubern ja nur so um sich!
zeigen wir ihnen erstmal die Klassiker. Baumschlag! Steinsturm! Windstoß! Wurzelgriff! Steinsturm! Schnappt sie euch los! Erdbebenschlag! Sucht ihr das hier? Ergib dich, Sergius, sonst wird es dem gesamten Himmelsvolk genauso ergehen. Das sehe ich anders, du Lavaflasche. Perfektes Timing, Herr des Himmels. Jessica, nein! Wir müssen Jessica retten. Sergius, bitte flieg uns zum Waldvolk. Wurzelgriff! Bewacht die Zitadelle. Magmion wird sicher bald wieder zurückkommen. Keine Angst, Herr des Himmels. Ich werde auf dich Acht geben. Danke, Luxel. Stets zu euren Diensten. Ihr braucht einen Platz zum Ausruhen, wo Magmion euch nicht findet. Ich muss den Herrn des Himmels finden. Obscurio braucht ihn, damit sein Plan vollendet werden kann. Ha! Du hast mich in letzter Sekunde gerettet. Woher wusstest du, dass ich in Not war? Ich habe nicht um Hilfe gerufen. Der große Luminus vermag durch seine Gedankenkraft zu jeder Zeit Verbindung mit euch zu halten. Er spürt es, wenn ein Herrscher der Natur in Gefahr ist. Nicht bewegen. Du bist der Herr des Waldes. Wie kann man sich als Herr des Waldes im Wald verlaufen? Du stellst dir das sehr einfach vor. Jess! Alles okay? Du hast uns einen ziemlichen Schock versetzt. Mir geht's gut. Dank Luxellien. Wir danken dir. Die Situation ist wirklich ernst. Das ist sie. Ihr müsst einen Weg finden, den Zauber abzuwehren. Wie seid ihr hierher gekommen? Mit Sergius, aber erst beim Himmelsvolk geblieben, falls Magmion wiederkommt. Dann haben wir uns dummerweise verlaufen. Aber Lucas ist der Herr des Waldes. Wie kann er sich im Wald verlaufen? Leute, es ist nicht so einfach, wie ihr denkt. Hey, Team, alles klar? Naja, es geht. Jessica wurde von dem Zauberspruch getroffen. Hast du schon irgendwas Neues? Ja. Schlechte Neuigkeiten habe ich. Ich habe nicht für den Test gelernt, schlecht, oder ich habe Moms Lieblingsvase zerbrochen, schlecht. Schlechter. In den Büchern steht, Obscurio braucht eine Feder des Herrn des Himmels, damit sein Zauber wirkt. Aber er hatte keine Feder von Jessica. Das ergibt keinen Sinn. Hat Obscurio irgendwelche Himmelgormiti gefangen genommen? Was? Luminus denkt, er kann mich zum Narren halten und den Herrn des Himmels vor mir verstecken. Meister, es funktioniert nicht mehr. Wenn du mir den Herrn des Himmels gebracht hättest, hätten wir mit nur einer seiner Federn das ganze Himmelsvolk besiegen können. Der Typ allein ist nutzlos. So können wir nicht gewinnen. Aber Meister... Hör auf! Nimm das hier, du Hornochse. Und diesmal wirst du mir den Herrn des Himmels bringen. Ihr werdet eure Goldkräfte brauchen. Ich bringe euch zum Tempel. Was ist mit Jessica? Wir können sie nicht zurücklassen. Ich werde mich um sie kümmern. Alles klar, Leute. Ab zu Luminus. Ihr
Mit eurem Mut habt ihr euch als würdige Herrscher der Natur erwiesen. Obwohl wir uns verlaufen hatten. Wenn ihr eure Schwächen akzeptiert, könnt ihr eure Stärken besser erkennen. Und was können wir jetzt gegen Obscurios Zauber tun? Die Macht Obscurios wird unvorstellbar groß werden, wenn ihr ihm nicht Einhalt gebietet. Erlebt die Macht des Lichts! Unzerstörbar wie ein Berg! Rein wie ein neuer Spross! Diesmal, Herrscher der Natur, kämpft ihr nicht allein. Hä? Ich werde euch beistehen. Was? Obscurios Kraft wird stärker. Ich muss einschreiten. Aber was ist mit deinen Flügeln? Obscurio wird versuchen, auch dich zu verzaubern. Gefahr darf uns nicht einschüchtern. Sie ist es, die uns tun lässt, was wir tun müssen. Er ist hier. Ja! Und hier soll irgendwo Obscurios Versteck sein? Ich habe keine Ahnung, aber so wie es hier aussieht, könnte es hinkommen. Die Höhle der Verzweiflung hat keinen Eingang. Zumindest keinen bekannten. Aber ich kann einen Ausgang sehen. Dort! Was ist los? Supreme Luminous ist in Gefahr. Ich kann es spüren. Sind Lukas und Nick bei ihm? Ja, sind sie. Sie befinden sich mitten im Lavagebiet. Huh? Toby? Der große Luminous sucht nach Obscurio. Was? Aber das ist total gefährlich. Natürlich. Aber wie sollen sie sonst Birds finden und aus der Gefangenschaft befreien? Wir müssen ihnen helfen. Wir können doch nicht rumstehen und nichts tun. Das ist zu gefährlich, Herr des Himmels. Du bist zu schwach. Obscurios Zauber wirkt noch. Jess, wenn Obscurio dich zu fassen kriegt, ist das das Ende des gesamten Himmelsvolks. Dann wird Gorm zugrunde gehen und danach die Erde. Was ist da los? Mark Mion. Er ist zurück. Und ich wette, er sucht nach mir. Steinsturm des Lichts! Diskus des Waldes! Ja! Na, wenn das mal nicht effizient war. Das rockt! Das wird doch langsam echt albern. Finde ich auch. Also los, wir wissen ja, wie es geht. Erdbeben, Faust! Goldene Rankenattacke! Siehst du, das war doch gar nicht so schlimm. Das hier noch nicht. Aber ich fürchte, auf uns wartet noch etwas Mächtigeres. Oh nein! Na endlich! Du wagst es also, dich mir zu nähern, Luminous! Dein Weg ist zu Ende! Das sehe ich nicht so! Nick, los! Wir müssen ihm helfen! Macht der Dunkelheit! Schwert des reinen Lichts! Schild der Dunkelheit! Einen Schritt weiter und ihr könnt euch für immer von eurem lieben Freund verabschieden. Nein! Er hat dich nicht gesehen. Hier bist du sicher. Der Wald ist ein gutes Versteck. Was ist mit Supreme Luminous? Er hat Obscurio zum Kampf herausgefordert. Er ist weg. Ja, wir sind ihn los. Aber er fliegt jetzt ins Lavagebiet. Um zusammen mit Obscurio gegen Luminous zu kämpfen. Ich habe echt kein gutes Gefühl. Du wirst nicht siegen, Obscurio. Gib auf! Dein Widerstand ist so sinnlos, Luminous. Versuch nicht, gegen mich zu kämpfen, denn du kannst unmöglich gewinnen. Schwert des reinen Lichts.
Hast du auch manchmal das Gefühl, es kann nicht viel schlimmer werden? Ja, aber wir müssen Luminos trotzdem helfen. Gebt auf, Herrscher! Diesmal sind wir die Sieger! Steinsturm des Lichts! Diskus des Waldes! Suchst du vielleicht mich, Obscurio? Du bist eine Närrin! Deine Arroganz macht mich zum Sieger! Dein Volk wird von nun an mir gehören! Nein! Sie gehört mir! Aber Meister! Wir werden uns um Luminos und die anderen kümmern, wenn wir mit ihr fertig sind. Du hättest nicht herkommen dürfen. Alles in Ordnung, Herr des Himmels? Du bist eine würdige Herrscherin. Dein Mut und deine Entschlossenheit zeigen, wie wichtig dir das Schicksal deines Volkes ist. Komm zu mir, Herr des Himmels. Du wirst deinem Schicksal nicht entkommen können. Und du wirst deinen Kopfschmerzen nicht entkommen, wenn wir hier fertig sind. Wenn du sie willst, musst du erst an uns vorbei. Er wird nicht Ruhe geben, bis er mich hat. Ich werde mich ergeben. Was? Jessica, bist du verrückt geworden? Dir ist schon klar, dass wir das nicht zulassen werden, oder? Wir alle müssen irgendwann unsere Bestimmung erfüllen. Auch wenn es anders kommt, als wir uns erhofft haben. Hä? Gut, Jessica, ich sehe, es ist sinnlos, dich aufzuhalten. Gut, du kannst sie haben, Obscurio. Los, jetzt mach schon! Ich werde mich ergeben. Aber nur im Austausch gegen Birds. Jetzt, da du mich hast, nützt er dir nichts mehr. Meister! Schweig, du unfähigster Aladdiner! Sie gehört mir, hast du verstanden? Der Herr des Himmels gehört mir! Ausgezeichnet, Herr des Himmels. Ich lasse deinen gefiederten Freund frei. Sturm des Lichts! Goldene Rankenattacke! Du hast wieder verloren, Obscurio! Das Licht hat gewonnen und die Dunkelheit bezwungen. Herrscher, folgt mir. Bei dir alles okay, Jess? Das mit der Bestimmung hat mir gefallen. Coole Aktion. Du warst wirklich mutig angesichts der Gefahr. Gefahr lässt uns das tun, was wir tun müssen. Es war mir eine große Ehre, euch zu beschützen, Herrscherin. Und was machen wir jetzt mit diesem Ding hier? Wir beenden den Zauber. Dann sind die Himmelgormiti erstmal sicher vor Obscurios üblen Plänen. Bleibt wachsam, Herrscher der Natur. Ihr habt es heute geschafft, das Himmelsvolk zu retten, wie ihr zuvor auch die anderen Völker gerettet habt. Doch Obscurios Macht wird stärker. Was wird er als nächstes tun? Das weiß allein Obscurio. Bereit zu sein, ist alles, was wir tun können. Wie konntest du das nur geschehen lassen, Magmion? Das ist alles nur deine Schuld! Aber ich hab doch versucht... Das reicht! Meine Rache wird furchtbar sein. Das war das letzte Mal, dass Luminos sich eingemischt hat. Na los, Jess, ich bin direkt hinter dir. Sicher, Toby? Ich soll dich wirklich nochmal besiegen? Auf Gorm warst du unschlagbar, aber hier bin ich der King, klar? Hey, wir waren doch alle gut auf Gorm, oder nicht? Er hat recht. Und wir dürfen die Superleistung unseres Keepers nicht vergessen. Da will ich dir nicht widersprechen. Ich weiß genau, wie gut ich bin. Konzentrier dich lieber aufs Spiel, Toby. Du verlierst gerade wieder. Oh nein. Nicht schon wieder.
Ich glaube, ich muss noch etwas mehr üben. Oh.